Verdi und Beamtenbund fordern 10,5% mehr Lohn für die Angestellten im öffentlichen Dienst. Was das bedeutet für die Inflationsrate und die Finanzmärkte, darüber rede ich jetzt mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, mit Dr. Jörg Krämer. Schönen guten Tag, Herr Krämer. Na, hallo. Herr Krämer, macht Ihnen das Sorgen, diese Lohnrunde? Ja und nein. Also auf der einen Seite müssen Sie ja sehen, dass die Arbeitnehmer gewaltige Reallohnverluste zu verzeichnen hatten im vergangenen Jahr. Und das ist ja klar, dass sie dann in diesem Jahr ein deutliches Lohnplus fordern und auch durchsetzen werden. Auf der anderen Seite mache ich natürlich schon ein bisschen Sorgen, weil die Forderungen, zumindest im öffentlichen Dienst, sind sehr, sehr hoch. Also wenn sie sich damit durchsetzen, dann hätten wir ein Problem. Ich erwarte aber nicht, dass sie sich damit so durchsetzen werden. Alles in allem rechne ich damit, dass die Löhne, die Tariflöhne in Deutschland in diesem Jahr so ungefähr um 4,5% steigen werden. Denn außerhalb des öffentlichen Dienstes sind die Tarifforderungen maßvoller und typischerweise wird ja ungefähr so die Hälfte durchgesetzt in den Verhandlungen. Lohnbeschleunigung, das ist ja auch ein europäisches Phänomen. Was ich interessant finde, und das müssen Sie uns mal erklären, warum die Lohnbeschleunigung vor allem im Norden der Währungsunion wirkt. Ja, Sie haben recht. Also vor allen Dingen in den Niederlanden, auch in Frankreich, beschleunigt sich der Lohnanstieg noch stärker als in Deutschland, aber viel, viel stärker als im Süden der Währungsunion. Dieser Unterschied zwischen Nord und Süd, der hat auch was zu tun mit der Arbeitskräfteknappheit. Im Norden sind Arbeitskräfte viel knapper. 40% der deutschen Unternehmen klagen darüber, dass sie in ihrer Produktion physisch behindert sind durch ein Fehlen von Arbeitskräften. Nicht einmal Fachkräften, sondern ein Fehlen von Arbeitskräften. Und dieser Anteil der Unternehmen, die unter Arbeitskräftemangel leiden, der ist im Süden viel geringer ausgeprägt. Und das erklärt, warum der Anstieg der Löhne sich insbesondere in Italien, aber auch in Spanien, viel weniger beschleunigt hat bisher als im Norden der Währungsunion. Solche Lohnforderungen und Lohnabschlüsse werden ja wirken auf die Inflationsrate. Wie stark werden die Auswirkungen denn sein? Ja, wir haben ja verschiedene Effekte. Also zum einen sehen wir ja, dass der Inflationsbeitrag der Energie seit dem Herbst schon zurückgeht, einfach weil Energiepreise nicht mehr so stark steigen wie im vergangenen Jahr. Wir erwarten jetzt auch ab Januar, dass der Inflationsbeitrag der Nahrungsmittel zurückgeht, weil wir können schon auf vorgelagerten Stufen sehen, dass die Preise dort sich wieder etwas normalisiert. Was wir auch sehen ist, dass ab Januar die Preise von ja nicht energetischen Waren, dass die zurückgehen sollten, weil eben auch der Höhepunkt bei den Materialengpässen hinter uns liegt. Das anspricht für sich genommen für weniger Inflation. Aber wir haben eben das Thema mit den Löhnen. Und überall in Europa zieht das Lohnwachstum an. Wir erwarten im Euroraum einen Anstieg der Tariflöhne um 5% in diesem Jahr. Und das drückt natürlich zum einen die Preise von Dienstleistungen hoch, aber es wirkt natürlich auch in der Warenproduktion, sodass dieser starke Anstieg der Löhne ein Argument dafür ist, dass der unterliegende Preisanstieg, also die Inflation jenseits von Energie und Nahrungsmittel, dass die sogenannte Kerninflation bis zum Herbst noch eine 5 vor dem Komma weiter haben sollte und danach nur sehr, sehr langsam zurückgeht. Also diese Beschleunigung der Lohnanstiege ist doch ein Argument, dass die Inflation viel länger bei uns bleiben sollte, als viele es sich erhoffen. Wird denn diese Entwicklung die Europäische Zentralbank nicht auch weiter unter Druck setzen, noch stärker oder noch massiver gegen die Inflationsrate vorzugehen? Ja, natürlich, das sehen Sie jetzt ja schon. In den zurückliegenden Wochen, da haben die Märkte ihre Zinssteigerungserwartung für die EZB deutlich nach oben revidiert. Sie erwarten jetzt einen Zinshöhepunkt schon bei gut 4% für den Sommer diesen Jahres. Das war vor 4-5 Monaten ja fast ein Prozentpunkt weniger. Also da ist unglaublich Dynamik drin. Der Markt revidiert seine Zinserhöhungserwartung für die EZB immer weiter nach oben. Und ein wesentlicher Grund ist, dass die Kerninflationsrate wieder erwarten deutlich gestiegen ist auf zuletzt 5,6% und dass die Kerninflation eben hartnäckig hoch bleiben sollte, weil eben die Arbeitsmärkte knapp sind, weil eben die Arbeitskosten deutlich schneller steigen, als noch vor 3 oder 6 Monaten erwartet worden war.
Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, die hohen Lohnforderungen, die Inflationsrate, die Politik der Europäischen Zentralbank, welche Auswirkungen wird das denn auf die Finanzmärkte insgesamt für dieses Jahr haben? Wird das eher schwierig oder sind Sie da? Gibt es bei Ihnen noch was Optimismus, Herr Krämer? Ja, natürlich gibt es auch Optimismus. Also erst einmal kurzfristig bleiben natürlich wegen des Hochdividierens der EZB-Zinserwartung bleiben Anleihen erstmal unter Druck. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen könnte noch bis zur Jahresmitte weiter steigen. Aber was das Optimistische anbelangt, irgendwann im Sommer ist eigentlich jeden, wir werden auch die vielen Tauben im EZB-Rat wieder stärker vernehmbar sein. Sie werden dann sagen, wir haben doch jetzt schon einen so hohen Leitzins, viel höher als der neutrale Zins, den wir doch brauchen, um langfristig für 2% Inflation zu sorgen. Das heißt, wir haben jetzt genug getan, lasst uns bitte aufhören. Und ich erwarte, dass wir im Sommer das Ende des Zinserhöhungszyklus sehen. Und dann glaube ich auch, dass die Anleihenmärkte sich wieder entspannen werden. Und ich glaube immer noch, dass wir 2023 als Ganzes später beschreiben werden, als ein Jahr der Entspannung an den Finanzmärkten. Mensch, das sind doch Aussichten. Vielen Dank, Herr Krämer. Mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank habe ich über die Lohnforderung, die aktuelle Lohnrunde gesprochen, welche Auswirkungen das auf die Inflationsrate und die Finanzmärkte hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krämer. Ja, gerne.